Also jetzt, da die Sonne wieder draußen ist, fängt jetzt alles an zu wachsen. Hier mein Pflücksalat, der kommt. Richtig schön, kann man bald ernten. Gurke, Schlangengurke sind schon viele abgeerntet worden von meinem Sohn. Das sind die Snackgurke, da war Rauscher dran, aber das war richtig so. Das freut mich. Und hier mein Nektarinenbusch, selbst gezogen. Tja, wird immer größer, da muss man was einfallen lassen. Nächstes Jahr. Auch hier die Paprika und Chili, denen tut das Wetter jetzt richtig gut. Unwahrscheinlich. Das Kartoffelbeet. Kartoffeln gibt es, also wie sind dann mehr, sind rote Kartoffeln. Und hier sieht man schon die erste Moorrübe rausgucken. Und da, Hanna, sind die, na, sag mir schnell, Süßkartoffeln, haben wir Süßkartoffeln, rote Beete, an mir selber gesetzt, die kommen auch scharf, wirklich toll. Salat, hier haben wir Weiß, Rotkohl, Blumenkohl, Gurke haben wir noch. Und ja, der Hanna ist dann Kürbis. Hier kommen Zucchini, die kommen auch gut. Da in einem Eck habe ich nochmal eine Zucchini. Das klappt wieder gutes Garten, ja. So, hier habe ich wieder Kaffeesatz gesammelt von ein, zwei Wochen. Und Kaffeesatz eignet sich besonders gut für Rhododendron zum Dünger. Ich würde ihn für nichts anderes hernehmen wie für Rhododendron, für den Eiarbeiter, weil der Rhododendron, der mag einen sauren Boden. Da muss man also wirklich aufpassen. Ja, also der kriegt jetzt von mir Kaffeesatz. Und zwar der da drüber, die sehen alle gut aus da. Der ist schon ein wenig gelb, aber der wird sich dann erholen. Also der mag sauren Boden. Und tatsächlich wächst hier aber ab für sich. Ich glaube, ich bin. Ja, also. Ja, das gleiche gilt, wenn ihr so ein Gewächshaus euer eigen nennt, müsst ihr immer darauf achten, dass auch die Türen offen sind bei dem Wetter, wo wir jetzt sehr warm, dass es gut durchlüftet wird. Ab und zu müsst ihr der Boden auflockern. Aber ihr seht, es war ziemlich kalt und jetzt kommt alles so langsam. Salat kommt und meine Frau ihre Tomate. Wachset schon richtig gut. Und hier Kohlrabi, weiße und rote, die kommen halt auch schnell. Und dann werden wir sehen. Das ist auch der letzte Salat, den ich jetzt im Gewächshaus mache, dass er schnell fertig wird. Weil Salat ist am besten, man macht ihn draußen. Einfach, weil er da besser Köpfe tut. Also kriegt einen besseren Kopf. Also gut, dann viel Glück beim Gärtnern.